und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir nähen heute zusammen Luma. Das sind diese Sterne aus Super Mario, die kleinen Helferlein, wenn man mal nicht weiter weiß. Und du kannst sie in allen möglichen Farben und Größen nähen. Und die Schnittmuster findest du wieder auf meinem Blog. Und ja, den kleinen kannst du jetzt sogar gewinnen. Du musst nur einen Kommentar hinterlassen bis zum nächsten Freitag. Dann bist du im Lostopf drin. Übrigens hat sich die Gewinnerin vom letzten Video, also von der Katze, noch nicht gemeldet. Mach das mal, sonst muss ich neu auslosen. Und ja, dann würde ich sagen, kann es jetzt auch losgehen und viel Spaß dabei. So, zuerst einmal schneidest du dir wieder die Schablonen aus, die findest du wieder auf meinem Blog und dann suchst du dir den Stoff raus, den du benutzen möchtest. Ich habe mich für ein helles Lila entschieden. Ich finde, du kannst bei Luma jegliche Farbe benutzen, die du benutzen möchtest. Dann malst du dir die Schablonen auf den Stoff auf und das machst du einmal rechts und einmal links, damit du die Sachen später aufeinander legen kannst. Du siehst hier, was ich meine. Ich habe es einfach zweimal halt jeweils von jeder Seite aufgemalt und dann schneidest du dir das Ganze aus. Dann legst du dir die Teile schon mal so hin, wie du sie dann zusammennähen möchtest. Du nimmst einmal ein Teil mit Zipfel und einmal ein Teil ohne Zipfel. Das macht später noch Sinn. Das siehst du dann. Und ja. Du legst es rechts auf rechts, das heißt, die schöne Seite kommt nach innen, die nicht so schöne Seite kommt nach außen. Und dann steckst du dir das Ganze auch schon mal fest. Die festgesteckte Seite ist jetzt das, was zusammengenäht wird. Und ich zeige dir das erstmal mit Hand und später nochmal mit Maschine. Du stichst also von unten aus ein. Und dann stichst du nochmal nach unten, von unten nach oben. Und machst einen kleinen Knoten, damit das Ganze fest ist. Dann stichst du wieder von unten nach oben ein und stichst da ein, wo du den ersten Stich gemacht hast. Dann gehst du unten ein kleines bisschen weiter nach vorne, stichst wieder nach oben ein und stichst wieder da ein, wo du den Stich zuvor gemacht hast. Und das machst du jetzt die ganze Reihe da lang und wenn du das hast, machst du wieder einen kleinen Knoten, damit das Ganze fest ist. Wie du siehst, habe ich hier eine ganz kleine Nahtzugabe. Du kannst sie allerdings auch größer machen, wenn dir das lieber ist. Mach es so, wie es für dich am einfachsten und sichersten ist. Dann nehmen wir uns die anderen beiden Teile und nähen das Ganze jetzt einmal mit Nähmaschine. Und du lässt hier einen kleinen Teil frei, damit du dann später den Stern umdrehen kannst auf die richtige Seite und auch ausstopfen kannst. Ich habe einen ganz normalen geraden Stich genommen, habe ihn relativ klein eingestellt. Das kannst du allerdings auch ein bisschen größer machen, wenn dir das lieber ist. Denn falls du das später irgendwie einen Fehler drin hast und das auseinander machen musst, ist das ganz schöne Fisselarbeit bei so kleinen, ja, Stichen. So, dann legst du dir das Ganze auf die Nähmaschine. Wie du siehst, ich habe hier wieder die ganz kleine Nahtzugabe. Das heißt, man sieht den Stoff diesmal nicht auf der anderen Seite. Und dann nähst du einmal vorwärts und wieder rückwärts, das ist wieder Knoten, damit das Ganze fest ist. Also vorwärts, ein bisschen wieder rückwärts. Und dann nähst du bis zu dem Punkt, wo es offen bleiben soll. Mach es ruhig ganz langsam, Hauptsache es wird schön und gerade. Und wenn du dann an dem Punkt bist, wo es offen bleiben soll, nähst du noch einmal rückwärts, damit das Ganze wieder fest ist. Nimmst das Füßchen hoch und gehst ein paar Zentimeter vorwärts. Achte darauf, dass die Nahtzugabe wieder eingehalten wird. Ich habe da auch manchmal so meine Problemchen, aber das funktioniert. Und dann machst du den Fuß wieder runter und nähst den Rest zusammen und am Ende gehst du wieder einmal vorwärts, einmal rückwärts, damit das Ganze fest ist. So, hier siehst du nochmal, dass die Nahtzugabe sehr, sehr klein ist.
Und dann nimmst du dir die beiden Teile, die du gerade zusammengenäht hast, und legst sie wieder rechts auf rechts. Und dann steckst du dir das Ganze auch wieder komplett fest und dann nähst du einmal komplett drumherum. Wenn du an so eine Ecke kommst, dann kannst du das so machen, dass du die Nadel wieder reinsteckst. Also hier einmal wieder reinstecken, Füßchen hoch und dann drehst du das Stück ein bisschen. Aber mach es nicht zu kantig, es soll schon ein bisschen rund sein. Und dann nähst du den Rest zusammen. Und wenn du das hast, drehst du den Stern um. Und dann kannst du anfangen, den Stern auszustopfen. Ich fange immer mit den Ecken an, weil es da natürlich am schwierigsten ist, dann später alles wieder reinzubekommen. Du kannst dir auch irgendwas Längeres nehmen, womit du das richtig reinstopfen kannst, aber nicht Spitzes, sonst stichst du vielleicht an der Naht durch und so und dann wäre da ein Loch und das wäre ganz schön blöd. So, und wenn du den Stern dann so richtig dick ausgestopft hast, dann nähen wir das Loch zu. Und dafür stichst du mit Nadel und Faden ein bisschen deine Seite ein. Pass auf, dass sich da keine Knötchen bilden. Wenn es dir leichter fällt, dann musst du den Faden auch nicht doppelt nehmen. Ich mache das nur, damit es sicher hält. Dann machst du einen geraden Stich auf der einen Seite. Ziehst den Faden durch, wieder aufpassen, dass sich da kein Knoten bildet. Dann gehst du zur anderen Seite und machst ebenfalls einen kleinen geraden Stich. Und dann wieder zur anderen Seite und einen geraden Stich machen. Und das machst du natürlich, bis das Loch zu ist. Und immer schön zwischendurch schon mal festziehen, damit da nicht irgendwie doch noch ein Knoten reinkommt und du das nicht festziehen kannst. Und am Ende angekommen, stichst du nochmal in der Naht ein, machst einen kleinen Knoten, vielleicht auch zwei, dann stichst du wieder bei der Naht ein und dann stichst du die Nadel irgendwo durch und kannst den Faden einfach abschneiden, auf der anderen Seite genauso. So, jetzt musst du nur noch die Augen annähen oder ankleben. Ich habe schon wieder geklebt, weil ich einfach eine faule Socke bin. Und du kannst den Stern noch größer machen oder noch kleiner machen. Ich mag die Kleinen sehr gern. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!